Moin, Sportfreunde, euer Germstadt. Heute mal ein bisschen Basics vom Slingtraining. Viele kennen es auch als TX. Ich habe ja meinen eigenen Slingtrainer. Weil einige fragen mich so, Görki, hey, mit dem Slingtrainer, wie kannst du denn da das Gewicht steigern? Wie kannst du die Intensitäten steigern? Viele sehen einfach nur diese beiden Bänder und verstehen nicht so richtig, was man damit Geiles machen kann. Dementsprechend möchte ich euch so eine kleine Einweisung ins Slingtraining heute geben, weil ich denke, dass viele, die das noch nicht kennen, eine gute Möglichkeit hier vielleicht verschwenden, um richtig geil intensiv zu trainieren auf wenig Platz, mit wenig Geld und auch ja, mobil. Man kann das in jede Tasche stopfen und mit in den Urlaub nehmen und an irgendeine Palme oder einen Baum machen. Hab das schon am Strand mit trainiert und sieht vielleicht nicht aus wie eine 200-Kilo-Hantel, aber es kann mindestens genauso effektiv sein. Okay, zunächst wir befestigen den Slingtrainer entweder oben in so einer Position oder wir haben Türanker, ne, dass hier diese Schlaufen hängen. Wir haben einmal hier die Griffe und der Vorteil gegenüber solchen Ringen, wir haben auch diese Fußschlaufen. Das heißt, wir können auch perfekt Bein- oder Bauchübungen machen. Slingtraining ist eigentlich ein Bodyweight-Training. Das heißt, diese Schlingen unterstützen uns jetzt, dass wir uns abstützen können. Und dann ist ein gewisser Teil des Körpers, wenn ich jetzt zum Beispiel Push-Ups mache, in einer Schwebeposition. In dieser Schwebeposition müssen wir natürlich den Widerstand ausgleichen gegen die Schwerkraft. Das heißt, ich muss jetzt hier bei einer Liegestütze zum Beispiel den Bauch anspannen, dass ich hier nicht runterfalle. Ich muss hier die Arme anspannen. Ich muss hier stabilisieren. Also hier haben wir beim Slingtraining, beim Bodyweight-Training durch diese Schwebeposition, wo wir in der Luft sozusagen den Körper ausbalancieren müssen, den Vorteil, dass viele Muskelketten zusammenarbeiten, was wir sonst beim normalen Push-Up nicht haben. Da haben wir Brust, Schulter, Trizeps. Jetzt müssen wir den Poppes festmachen. Wir müssen den unteren Rücken, wir müssen die Beine, wir müssen den Bauch festmachen. Das heißt, Slingtraining ist Bodyweight-Training, wo wir ein Functional-Training mit reinbringen, wo wir den Core-Bereich extrem stabilisieren, verschiedene Muskelketten verbinden können, weil die zusammenarbeiten müssen. Ja, der Körper muss ja stabil wie so ein Brett sein, dass wir nicht einknicken. Und wir haben ja den Vorteil, dass wir stabilisieren müssen und dadurch auch eine gewisse Tiefenmuskulatur ansprechen, was wir sonst bei Übungen nicht schaffen. Also ihr merkt schon, es ist sehr komplex, Slingtraining. Im Endeffekt Bodyweight-Training mit zwei Schlaufen, was aber gegenüber dem Bodyweight-Training, aber auch zum Beispiel zum Hanteltraining viele Vorteile tatsächlich mit sich bringt. Um nochmal darauf zurückzukommen, Riesenvorteile. Einer, der vielleicht auch sehr, sehr wichtig ist, ist komplett gelenkschonend. Ne? Das heißt, wir haben hier kein Gewicht, das irgendwo drauf knallt. Wir haben keine ruckartigen Bewegungen. Immer über die Körperspannung gehen wir in die Übung rein. Das heißt, es ist sehr kontrolliert von den Ausführungen. Das heißt, wir können hier wirklich auch mit Vorverletzungen oder auch ja, schonend trainieren, dass keine Verletzungen auftreten, wenn wir es richtig machen, ohne dass irgendwas knallt. Ergänzend super zu allen Sportübungen oder Leistungsübungen tatsächlich, um einfach besser zu werden, um diese Muskelketten, also das Muskelzusammenspiel zu stärken. Und was viele vielleicht noch gar nicht verstehen, ne, wir haben jetzt nicht hier, guck mal, hier kann man ja genau immer diese Steps einstellen, so und so viel Gewicht. Wir können wirklich, hier, da kommen wir gleich drauf, mit dem Pendel, mit dem Winkel, mit Abständen, sehr, sehr individuell, wie nennt man das, dosieren. Also Gewicht oder Intensitäten dosieren. Wir können perfekt dosieren von Intensitäten anpassen, ohne größere Schritte zu gehen. Ich zeige euch mal ganz kurz das Prinzip. Wir haben hier einfach die Schlaufen. Die können wir kürzer oder länger machen. Dementsprechend auch dann anpassen und die Übung machen. Ja, wie gesagt, wir können es einfach rudern. Zack. Ich habe euch gerade den Push-Up gezeigt. Ein Riesenvorteil, wo wir auch noch mal kurz drauf kommen müssen. Das Thema, guckt mal hier. Das hier. Das ist der Core-Bereich. Und wenn wir hin und wieder Slingtraining machen. Wir brauchen ja, das sage ich ja gar nicht, ein komplettes Ganzkörpertraining nur mit dem Sling machen, sondern ich mache das auch so, wenn ich ins Gym gehe. Ich trainiere natürlich auch mit Hanteln und Gewichten. Ich habe immer bestimmte Übungen, die ich austausche mit dem Slingtrainer. Fast in jedem Trainingsplan habe ich immer so 2-3 Übungen. Und dann spare ich mir auch das Bauchmuskeltraining, weil durch diese Core-Intensität, also durch diese ja, Stabilisierung, die ich hier haben muss, um überhaupt damit trainieren zu können, trainiere ich immer in jeder Einheit den Bauch und dann brauche ich auch keine Bauchmuskelübung mehr. Aber die können wir auch hier perfekt mitmachen. Ich zeige euch das mal, denn das ist der Vorteil gegenüber den Ringen. Wir haben diese Schlingen. Ich zeige euch mal, wie man da einsteigt. Viele versuchen irgendwie hier so. Man kann das am einfachsten über Kreuz machen. Das heißt, ich gehe hier rein, gehe dann hier rein und jetzt drehe ich mich und bin schon hier drin. Und jetzt kann ich sämtliche Bein-, Bauchübungen machen und so weiter und so fort. Guck mal, zack. Bap, bap, bap. Und das meine ich,
Dieser Bereich, der jetzt schwebt, ne? Also ich habe hier meine Ablagen, ich muss natürlich hier stabilisieren zum Beispiel, aber alles andere muss ich natürlich jetzt unter Spannung des Core-Bereichs anspannen und aktivieren. Ne? Ich darf hier nicht durchhängen, also ich muss quasi wie ein festes Brett sein. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, wie man Intensitäten bei so einem Sling-Trainer verändert. Es gibt eigentlich drei Prinzipien. Das ist einmal der Pendel, ne? Das ist diese Ausgangsposition, wir haben ja hier die Ausgangsposition. Je näher ich hier dran bin, desto einfacher sind die Übungen. Das können wir mal ganz einfach beim Rudern zeigen. Je näher ich quasi an der Ausgangsposition, also je näher ich hier dran bin am Pendel, desto einfacher ist das. Das kann man jetzt ganz einfach auch beim Push-Up zeigen. Ne? Je näher dran, desto einfacher. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen Push-Up mache, bin ich ja sehr aufrecht, desto einfacher ist das. Je weiter ich aber vom Pendel weg bin, also von der Ausgangsposition, desto intensiver wird es. Ne? Also je weiter ich von dieser Anbringung weg bin, desto schwieriger, je näher ran, desto einfacher. So, dann haben wir noch einen Punkt. Das ist einmal der Winkel. Ne? Das können wir auch eigentlich mit dem Pendel fast gleichziehen. Der Winkel vom Körper zum Boden. Je aufrechter ich stehe, desto einfacher in der Regel. Je waagerechter, desto schwieriger. Beim Rudern einfaches Prinzip. Schaut mal, ich ruder. Für einen Anfänger macht man es so. Wenn man es aber schwer haben möchte, Winkel verändern. Und jetzt ruder ich ja schon fast mein Körpergewicht. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt komplett waagerecht bin und 80 Kilo wiege, kann ich auch fast 80 Kilo ungefähr rudern. Das heißt, dass wenn ich im Gym überhaupt gar keine 80 Kilo schaffe, also mein Körpergewicht nicht selber rudern kann vom Gewicht, dann ist Slingtraining vielleicht teilweise auch zu effektiv oder zu heftig für mich. Ja? Also viele denken mal so, ich kann ja damit gar kein Gewicht schaffen. Blödsinn, du kannst mindestens immer dein eigenes Körpergewicht, ja, bei allen Übungen fast einsetzen und noch was dazu nehmen. Du kannst ja noch was draufhauen oder den Winkel, wie gesagt, verändern. Und die Basis, also du hast drei Prinzipien. Pendel, Ausgangsposition, Winkel. Ne? Je waagerechter, desto schwieriger, je aufrechter, desto einfacher. Und dann haben wir noch die Basis. Mit Basis ist die Aufstandfläche der Beine gemeint. Je mehr Auflagefläche ich habe, also je fester ich stehe, je weiter, je stabiler ich stehe, desto einfacher wird es. Weil ich muss den Bereich jetzt nicht anspannen, um hier stehen zu können. Ich bin ja fest mit den Füßen auf dem Boden. Aber es wird schon schwieriger als zum Beispiel beim Rudern, wenn ich auf die Fersen gehe. Oder am allerschwierigsten, wenn ich ganz wenig Auflagefläche habe, nur auf einem Bein zum Beispiel stehe und versuche zu rudern. Guckt mal. Das ist dann extrem schwierig. Ihr seht schon, ich kippe halt weg. Ja? Und da könnt ihr einfach mal probieren. Je enger hier steht, desto schwieriger wird es. Dann könnt ihr es mit einem Bein probieren. Und dann wird es immer schwieriger, einfach auszubalancieren, um rudern zu können. Und so könnt ihr einfach die Intensitäten und Schwierigkeiten verändern. Ne? Einfach hier, wie weit geht ihr vom Ausgangspunkt weg? Wie sehr legt ihr euch rein oder seid aufrecht mit dem Oberkörper? Und wie sehr verändert ihr die Basis? Ja, und dann habt ihr drei Tools, wo ihr sehr, sehr individuell drauf eingehen könnt, wie ihr die Intensitäten beim Slingtraining verändert. Das meine ich mit diesen drei Intensitätsmöglichkeiten, die ihr habt. Ne? Pendel, Winkel, Basis. Könnt ihr eure Intensität, den Widerstand, sozusagen das Gewicht, was ihr nicht habt, aber das seid ihr ja, das Körpergewicht, könnt ihr dosieren. Ganz genau, ganz fein könnt ihr damit schrauben, mit diesen drei Tools, mit diesen drei Werkzeugen, um die perfekte Intensität immer weiter zu steigern und anzupassen. Hier, wie gesagt, habt ihr immer die Blöcke, aber hier habt ihr drei feine Schrauben, die ihr drehen könnt, um das schwierig zu machen. Ja? Ich kann euch nur sagen, probiert es unbedingt mal aus. Ich finde, Slingtraining ist eine geniale Sache. Ihr müsst nicht mehr ein komplettes Training damit machen, aber ihr könnt sehr geil gewisse Übungen damit austauschen, um einfach die Funktionalität eures Körpers zu trainieren, die Muskelketten, die Zusammenspiele zu trainieren, um einfach fitter auch im Alltag zu sein, um einfach gewisse Übungen auszutauschen, um immer fett den Bauch mit zu trainieren. Guck mal, das ist eigentlich Slingtraining, ja, weil ich es regelmäßig mache, haut es gut rein. Mein Slingtrainer, den ich hier habe, diesen Kaki grau-grün, den könnt ihr abchecken. Das ist der Premium Slinger Fitness Anleitung, mein eigener. Und ich verlinke euch hier zum Ende hier nochmal auf jeden Fall einen kompletten Trainingsplan mit dem Sling, weil ich denke, wenn ihr gerade unterwegs seid, guck mal, ihr könnt das so schön zusammen machen, dann wiegt das ein paar Gramm. Das packt ihr in eine kleine Tasche, die dabei ist, ab in den Koffer und dann gibt es keine Ausreden mehr. Ich habe damit schon in Afrika an der Palme am Strand trainiert. Ihr habt immer euer Gym dabei und wenn ihr wisst, wie ihr damit arbeiten könnt, ist es ein geniales Werkzeug für einen geilen Muskelaufbau, für eine geile Fitness
Und ich lege euch diesen Slingtrainer ans Herzen. Ich glaube, viele sehen das auch öfters mal im Gym, ne, so ein Slingtrainer, aber denken so, was ist das? Also den hier können viele. Ich sehe dann viele, die machen dann den hier, machen mal hier so die Liegestütz, weil sie wissen, okay, die Griffe, klar, Liegestütz. Aber wenn ihr einen Slingtrainer versteht und damit arbeiten könnt, ich sag euch Beste, dann habt ihr so viel für euer Training gewonnen, weil es einfach genial ist. Ne? Checkt meine ganzen Videos auf YouTube zum Slingtraining ab. Ihr habt schon verschiedene beste Brust, beste Rücken, verschiedene Trainingsplanen. Einen verlinke ich euch am Ende hier nochmal. Probiert es aus, gönnt euch einen Slingtrainer. Wenn ihr mit dem Slingtrainer schon trainiert habt, schreibt mal in die Kommentare eure Lieblingsübung. Ich zeige euch kurz meine. Das sind die Reverse Flies für die hintere Schulter. Ich finde, es gibt keine bessere Übung als die Reverse Flies mit dem Sling. Besser als jede Maschine. Da trefft ihr genau hinten den Bereich. Da kriegt ihr so eine kleine Beule hinten. Geiles Ding. Ich bin raus, euer Györki. Ciao.